Ja, das Einzige, was uns in diesem Spiel noch fehlt, sind die Tore. Spielstand weiterhin 0:0. Das Spiel trudelt auf sein Ende zu. Die letzte Viertelstunde ist bereits angebrochen. Also die Phase, in der Fußballspieler normalerweise die meisten Tore fallen. Da wurde ein wenig geschubst. Es gibt den Freistoß für Sebastian Pelzer. Das fehlt hier noch etwas und das wäre natürlich ein schöner Abschluss hier für den Fußballtag, wenn hier sich noch ein Tor zu uns gesellen würde. Natürlich aus der Schweriner Sicht für den FC Hansa Rostock. Und Tobias Jenik, da wird der Ball weitergeleitet von Lukas Albrecht. Schied setzt sich da ein, er wird zurückgepfiffen. Der Portugiese macht da eine etwas unverständliche Geste. Ich würde daraus ein Golfspiel interpretieren. Ich weiß nicht ganz genau, was er da meinte. Auf jeden Fall, durch diese kleinen Einlagen unterhalten sich hier die Zuschauer ungemein. Da gibt es auch noch eine kurze Umarmung, eine persönliche Szene zwischen Marco Ladete und Marcel Schied. Ja. Jonathan beschwert sich da, weil er was am Kopf abbekommen hat, aber das war der harte Schädel von Sebastian Pelzer, dem Kapitän des FC Hansa Rostock. Und die Kleinsten dürfen auch mal. Ein kleiner Fan durfte den Ball eben zurückspielen und geht stolz zurück zu seinen Eltern. Ein Foul da von Schürber, der zu spät kommt. Und jetzt gibt es nochmal Freistoß. Schürber, der da zu spät kommt, sich entschuldigt. Klares Foul, der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Und wie man dann mit dem Foul. Und jetzt gibt es einen Freistoß aus einer gefährlichen Position. Für die Portugiesen und Südeuropäer sind ja eigentlich dafür bekannt, immer mal jemanden dabei zu haben, der Freistöße auch besonders schön schießen kann. Wollen wir schauen, inwiefern das auf Firenze zutrifft. Der Hansa Rostock stellt die Mauer, der Schiedsrichter stellt sie auf 9,15 Meter, so steht es im Regelwerk, zurück. Und das ist direkt an der Strafraumgrenze, 16 Meter vor dem Tor. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Moises steht da bereit, aber er wird wohl nicht schießen. Oder doch, er könnte die andere Variante sein. Nein, er schießt nicht, der Wolfs kommt und Jörg Hanel mit einer Hand lenkt den Ball über das Tor. Das war klasse gehalten und auch ein schöner Freistoß. Eckball. Ebenfalls ausgeführt durch André Fontes. Und der kam klasse die Ecke und der Kopfball dann über das Tor. Das war nochmal eine gefährliche Situation. 84. Spielminute und stark gehalten neben dem Tor Hansa Rostock. Hier kann er. So, 5 Minuten vor dem Ende. Die zwei großen Chancen für Firenze nach Standardsituationen. Erster Freistoß, klasse gehalten von Hanel, dann die Ecke mit dem Kopfball über das Tor. Ein wenig geschubst, Freistoß für Firenze. Klasse Direktabnahme, auch wenn sie nichts geworden ist von den Portugiesen. Dovic
versuchte dann den Ball direkt aufs Tor zu bringen. Der versprang ihn etwas, aber schöner Versuch. Guter Abschluss von Hanel, aber vorne nicht verwerten können. Einwurf für die Portugiesen. Ein Handspiel von Marcel Schied gesehen, aber es wird Freistoß für Marcel Schied gegeben, wegen weil er da wohl geschubst worden ist. Somit gibt es Freistoß für Hansa Rostock. Aus einer nicht ungefährlichen Situation. Der Ball wird jetzt aufs Tor gezogen und wenn da einer reinspringt, wird es gefährlich. Aber der Ball kommt nicht gefährlich genug rein und die Portugiesen klären zum Einwurf. Schröer trabt daraus, um den Einwurf auszuführen. Ball kommt rein. Jeniger kann ihn nicht ganz mitnehmen. Glückvoll für die portugiesische Abwehr, dass ihn der Ball etwas verspringt. Ansonsten wäre das wohl die Möglichkeit zum Tor gewesen. Das, was uns ja noch fehlt, steht weiterhin 0:0. Dexter Lang, der viel versucht hat auf der rechten Seite, spielt jetzt den Portugiesen da aus. Schafft damit eine kleine Überzahlsituation. Der Querpass auf Jenike sollte kommen, kommt nicht an. Aber Hansa bleibt im Ballbesitz, holt sich den Ball. Über die Außen. Pelzer, der Linksverteidiger, spielt den Ball gefährlich wieder rein. Marcel Schied da im Sitzen, wie er den Ball hinterher geht, typisch für ihn. Lukas Albrecht geht da hinterher. Kriegt auch einen Ball an den Fuß. Beziehungsweise den Fuß an den Ball. Aber da geht uns aus. Und so gibt es Abstoß. Und da pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. 19 Minuten sind vorbei. Hansa Rostock. So. CD Firenze endet 0:0. Es steht nach 90 Minuten. Ich denke, wir haben ein schönes Spiel hier heute gesehen. Hansa Rostock hat alles versucht nach seinen Möglichkeiten. Firenze hat dem Spiel einen bunten Anstrich gegeben. Wir haben ein insgesamt schönes Rahmenprogramm gehabt. Zum Ende auch kam die Sonne raus mit schönem Wetter. Und ich denke, das ist ein schöner Rahmen gewesen für dieses letzte Testspiel des FC Hansa Rostock.